Wir sind weltweit bekannt für das Didgeridoo, für unsere Traumreisen und Dot-Painting-Gemälde. Ich bin Mitglied der Aborigines und das ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte beginnt vor Tausenden von Jahren, als unsere Vorfahren die ersten Menschen waren, die Australien besiedelten. Sie kamen über Landbrücken aus dem heutigen Asien und trugen die Wurzeln unserer Kultur und Traditionen in sich. Diese uralten Wurzeln sind der Grundstein unserer Identität. Unsere Heimat Australien ist ein Ort von unglaublicher Schönheit und Vielfalt. Von den endlosen Wüsten des Outbacks bis zu den dichten Regenwäldern und den traumhaften Küstenlandschaften unser Land ist reich an natürlicher Pracht. Es ist der Lebensraum, der uns geformt hat und in dem wir in Harmonie mit der Natur leben. Unsere Kultur ist ein wahres Schatzhaus voller Geschichten, Gesänge, Tänze und Kunstwerke. Unsere Traumzeitgeschichten erzählen von der Erschaffung der Welt und sind das Herzstück unserer spirituellen Verbindung zur Natur. Unsere Kunst, darunter beeindruckende Dot-Paintings und kunstvolle Schnitzereien, erzählt von unseren Erlebnissen und unserer Geschichte. Die Traumzeitgeschichten sind für uns Aborigines von grundlegender Bedeutung. Sie erzählen von der Erschaffung unserer Welt und all ihrer Lebewesen. In unserer Vorstellung wurden Berge, Flüsse, Tiere und Pflanzen von unseren Schöpferwesen während der Traumzeit geschaffen. Diese Geschichten sind weit mehr als Mythen. Sie sind unsere spirituellen Grundlagen. Das Didgeridoo, eines unserer faszinierendsten kulturellen Symbole, ist weit mehr als nur ein Musikinstrument. Es ist ein heiliger Teil unserer Kultur und unserer Verbindung zur Natur. Wenn wir das Didgeridoo spielen, erklingen die Klänge der Schöpfung und es verbindet uns mit den spirituellen Ebenen unserer Ahnen. Es ist ein Weg, unsere Geschichten und unsere Identität mit der Welt zu teilen. Unsere Gesänge und Tänze sind die Sprache unserer Seele. Sie drücken unsere Freude, unseren Schmerz und unsere Dankbarkeit aus. Bei wichtigen Ereignissen wie Initiationen, Hochzeiten und Trauerfeiern begleiten sie uns. Wenn wir tanzen und singen, verschmelzen unsere Körper und Stimmen mit den Rhythmen der Natur und in diesem Einssein finden wir unsere spirituelle Erfüllung. Die Kunst und Handwerkskunst sind ein weiterer bedeutender Aspekt unserer kulturellen Bräuche. Von den beeindruckenden Dot-Paintings bis zu kunstvoll gefertigten Kunstgegenständen, jede Zeichnung, jedes Muster und jede Schnitzerei erzählt eine Geschichte. Unsere Kunstwerke sind nicht nur dekorativ, sondern tragen auch unsere Traditionen und Erzählungen in die Welt hinaus. Unsere Zeremonien und Rituale sind Momente der spirituellen Verbindung mit der Natur. Sie finden oft an heiligen Stätten statt, die wir mit Ehrfurcht und Respekt behandeln. Bei diesen Gelegenheiten kommen wir zusammen, um unsere Verbundenheit zur Natur zu zelebrieren und um ihre Gaben zu bitten. Die Ankunft der Europäer im 18. Jahrhundert in Australien brachte grundlegende Veränderungen und Konflikte mit sich. Als Aborigines hatten wir bereits tausende von Jahren in Harmonie mit diesem Land gelebt, unsere Lebensweise an die Bedingungen der australischen Wildnis angepasst und eine tiefe spirituelle Verbindung zu unserem Land entwickelt. Die Europäer brachten jedoch eine völlig andere Vorstellung von Landbesitz mit, was zu Spannungen und Konflikten führte. Krankheiten, gegen die wir keine natürliche Immunität hatten, dezimierten unsere Gemeinschaften und viele unserer alten Überlieferungen gingen durch den Verlust von Ältesten und Wissenshaltern verloren. Zudem wurden Aborigines oft als Arbeitskräfte ausgebeutet, was zu weiteren Konflikten und Verschlechterung unserer Lebensbedingungen führte. Trotz dieser Herausforderungen haben wir unsere Kultur und Identität bewahrt. Unsere spirituelle Verbindung zum Land und unsere traditionellen Bräuche sind bis heute lebendig. Wir haben uns für unsere Rechte eingesetzt und kämpfen weiterhin für Anerkennung und Respekt. Unsere Geschichte ist eine Geschichte des Überlebens und der Stärke. Die Welt um uns herum hat sich verändert und auch wir Aborigines haben uns angepasst. In modernen Zeiten haben wir den Kontakt zur normalen Welt intensiviert, aber unsere Wurzeln und Traditionen bleiben fest verwurzelt. Unsere Gemeinschaften bemühen sich, das Gleichgewicht zwischen alten und neuen Wegen des Lebens zu finden. Heute stehen wir vor Herausforderungen, die unsere Kultur und unseren Lebensraum bedrohen. Der Schutz unserer heiligen Stätten und die Bewahrung unserer Sprachen sind wichtige Anliegen für uns. Wir setzen uns für den Erhalt unserer einzigartigen Lebensweise und die Wahrung unserer Rechte ein. Gemeinsam können wir den Wandel gestalten und eine Welt schaffen, in der unsere Traditionen und unser Land respektiert werden. Niaven,
Danke.